Einmal wurde verlangt, es soll einen Mann spielen, dessen Frau in der Erwartung des ersten Kindes ist. Grüß Gott, Schwester. Wartenweiler ist mein Name, ja. Meine Frau ist im vierten Stock, ich weiß genau, welchen Zimmer kann ich rasch hinaufgehen. Wie? Ich muss noch etwas warten. Ja, fein, gut, Schwester, ja. Ja, danke, Schwester. Grüß Gott. Grüß Gott. Hier noch frei. So ist es bei Ihnen auch so weit. Ja, wir freuen uns ganz gewaltig. Wir haben uns auch sehr gut vorbereitet. Ja, wir haben praktisch die letzten 5 Monate nur noch auf Diät gemacht. Ja, das ist sehr wichtig fürs Kind. Doch, doch, das überträgt sich als Kind. Doch, doch, und ich habe jeden Morgen einen Waldlauf gemacht. Ja, ja, das spürt ein Kind schon auch, doch, doch. Ja, meine Frau hat jetzt die letzten 10 Tage nur noch blaue Trauben gegessen. Ja, haben Sie es nicht gelesen? Doch, doch, das gäbe scheinbar blaue Augen bei den Kindern. Ja, Schwester! Ah, Sie suchen nicht mich, ja. Ja, schon gut, ja. War noch zu früh. Was machen denn Sie hier als Frau? Sollen Sie nicht auch hinausgehen? Was meinen Sie? Ah, Ihre Freundin ist oben. Ja, wieso soll man nicht einmal einen Versuch machen? Nein, nein, ich möchte nicht dabei sein bei der Geburt. Nein, nein, solche Sachen sieht man ja im Kino. Ja, dieses Herausziehen, dann hochhalten, Touch aus ihm, dann lass mich viel lieber überraschen. Aha, ist noch nicht für mich, ja. Ja, schon gut, ja. Wahrscheinlich nehmen Sie es genau, deshalb geht es etwas länger. Wir haben ihn jetzt schon angemeldet für in die Musikschule. Ja, solche Sachen muss man frühzeitig machen. Ja, ja. Nein, meine Frau ist sehr tapfer. Ja, ja, am liebsten hätte sie dir überhaupt nichts gesagt. Aber so etwas, ja, einfach um mich zu schonen. Ja, ja. Aber das kann man ja nicht verbergen. Nein, sie hat halt sehr starke Bauchschmerzen bekommen. Ja, sie hat sehr starke Bauchschmerzen bekommen. Ja, Schwester! Wartenweiler! Ja, das bin ich, ja. Das ist ein Mädchen oder ein Knabe. Ich? A Blinddarm!